Geht's? Geht's? OBS, bist du noch am Leben? Hat's dich nicht zerfetzt, ne? Danke. Juhu, du lebst noch. Hallo, ich bräuchte noch mal hier so einen Metalldetektor, bitte. Dankeschön. Bitte bleibt im Wagen. Zum Glück hier ist nicht schlimm. Ja, komm schon. Hartnäckig. Würde sie auch nicht. Das ist ja auch nicht das, was sie so. Ach doch, ich habe mir gekauft, deshalb. Ja. Und das Auto. Auto? Hallo? Da. Ich muss auf jeden Fall sagen, schön, dass ihr reinschaut. Freut mich immer wieder, wenn ihr meine Videos anschaut und auch Kommentare da lasst. Ich weiß nicht, ob ihr schon alle meine Videos gesehen habt. Ich habe schon verschiedenste Artefakt-Videos jetzt zusammen. Denn ich versuche noch die letzten offenen Sets noch fertig zu kriegen, damit ich die Reihe jeweils reinstellen kann. Und bin gerade noch aktuell am Geschenke-Video. Das ist auch ein bisschen. Braucht ein bisschen länger. Und ich dann wirklich alle 100 Geschenke am Stück nochmal zeige. Da ich bisher jetzt kein altes Video dazu habe, sonst hätte ich das natürlich jetzt irgendwie noch angefügt oder so, halt ein Zusatzvideo. Aber so bekommt ihr dann ein neues. Komplettes Video mit 100 Geschenken. Oh nein, wieso? Rubberband Games, könnt ihr das denn nicht ein bisschen anders machen? Also jedes Mal mit den Artefakten, ey, die fetzt da raus und irgendwie die paar offenen Fahrzeuge hier immer, die sind nicht so jailo. Nicht ganz so ideal. Also ich habe auch früher in den älteren Ständen echt die Artefakte, also so jetzt das Gold oder so liegen lassen, wenn es dann echt zu nervig war, ja, weil wenn man das dann zum fünften Mal runterfliegt, wenn ich immer noch die halbe Karte hinter mir als Ziel habe, dass ich überhaupt mal zum Artefakthändler wieder komme, dann ist halt, ja, ein bisschen anstrengend. Aber natürlich, ihr seht, ich gebe es auch nicht Vollgas, sonst fetzt es nämlich wieder raus. Dazu habe ich nämlich jetzt keine Lust. Macht natürlich schon viel aus, wenn ihr nicht Vollgas überall gebt, vor allem nicht in den Kurven und so. Bringt schon was. Natürlich schon auch gewollt, aber ich benutze zum Beispiel mal den Pickup, der an der Seite zu ist. Das reicht ja schon. Das ist ja schon voll der Schutz. Muss ich trotzdem auch, kann ich jetzt auch nicht wie Berserker fahren, sondern muss halt schon auch aufpassen, aber ist nicht gleich ganz so fragil, dass mir echt immer alles gleich bei der kleinsten Kurve dann raushagelt, wenn dann halt noch eine Unebenheit dazu kommt oder so, ja, also. Ihr versteht, was ich meine. Ich bin auch mal gespannt, wann die nächsten Updates zu Wobbly Life rauskommen und was genau dann enthalten wird. Also ich kann mir ja schon vorstellen, dass da verschiedene Berufe noch kommen oder Special Events, sowas wie jetzt, ich weiß nicht, ob das Beruf bezeichnet werden kann, zumindest jetzt Bankräuber-Mission, irgendwas in der Form kann ich mir vorstellen, da jetzt ja auch schon so ein Bankräuber dasteht mit so ein maskierter in der Bank inzwischen, ja. Seit ein, zwei Patches. Man kann, sagt halt irgendwas, aber man kann halt noch nicht mit ihm interagieren oder so.
Also hat noch keine Aufgabe für einen zu verteilen. Ja. Also von dem her, da kann ich mir vorstellen, da kommt was. Und ich kann mir auch vorstellen, dass natürlich irgendwie Gegenpart irgendwie gerade polizeitechnisch irgendeinen Job geben wird, dass man halt gerade den Bankraum verhindern muss. Vielleicht in die Richtung, dass das vielleicht auch so eine Team-Geschichte ist, dass man halt gegeneinander irgendwie, was weiß ich, die einen sind Bankräuber, die anderen sind Polizisten. Ja, dass man da halt sozusagen in zwei Teams aufgesplittet ist oder so bei einem Vierer-Server, also wenn man da voll ist. Gut wäre es natürlich, wenn auch ein bisschen die Serverkapazitäten erhöht werden, aber davon gehe ich nicht aus. Also, dass es auf 8 Slots oder 16 Slots hochgesetzt wurde, wäre natürlich schon nett. Würde mich freuen. Würde es nämlich voll abgehen, ja, also zum Teil. Aber das würde es natürlich auch zum Teil ein bisschen fies machen. Und dadurch, dass er doch eine sehr eingeschränkte Kommunikationsfähigkeit hier gibt in Wobbly Life, da man nur über dieses Kontextmenü was sagen kann und da halt nicht mal so viel Spezifisches, ja, nicht mal ein Ja oder Nein, ist ein bisschen schwierig. Man kann halt, ja, das kann man als Ja durchgehen lassen und das vielleicht als Nein, ja. Aber, na gut, die zwei auch noch und hallo, aber mehr geht halt auch nicht, gell. Natürlich schon auch irgendwo designtechnisch wohl so gewollt. Keine Frage. Ah, da unten scheint was zu sein. Ich höre es piepsen. Und auf jeden Fall wird auch noch was Richtung hier die Raketenbasis kommen. Die Militärbasis. Da wird man dann bestimmt irgendwie in den Weltraum können. Und irgendwie, da gibt es ja dann auch schon Abbildungen von einer Wobbly Space Station, ja. Also die wird es auf jeden Fall geben. Und ich kann mir aber auch vorstellen, dass man auf irgendeinem Planeten oder Asteroid oder sowas kann, weil, und eventuell auch mit den Außerirdischen interagieren, die da immer wieder zu sehen sind, mit UFOs und so, die die Pizza bestellt haben, gell. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass sowas in die Richtung kommt. Wäre schon funny. Ja, und was gibt's da noch? Ich meine, zum Vorstellen gibt es ja schon noch einige Jobs, die man da so noch einbauen könnte. Je nachdem, ob halt auch noch was auf die Inseln hier dazu gebaut wird oder neue Inseln kommen. Beziehungsweise das dann halt ein ganz neues Terrain ist, also eine ganz neue Gegend. Wird die Map dann erweitert oder man hat dann halt eine zweite Map, wenn man da oben ist. Aber das wird jetzt auch nicht nur so ein kleiner Flecken sein, kann ich mir vorstellen. Wo dann halt auch wieder irgendwelche Interaktionsmöglichkeiten geben wird. Da kann man ja Space Farmer oder sowas werden. Weltraum Cowboy. Ey, das wäre doch was. Weltraum Cowboy. Jaha. Wo war das jetzt? Das Item weg? Waren es wirklich nur zwei? Ich dachte, es wäre noch ein drittes. Ich sehe aber jetzt keins. Bin ich blind? Nun gut, dann nicht. Ach, da ist es doch. Tomaten auf den Augen. Ja, ja. Das ist klar. Ja, wunderschön. Und jetzt fetzt den Fall weg. Ich wollte es gerade sagen. Oh, man. Please. Please, my lovely gold bar. Stay by me. Stay by me. So, wir gucken, dass wir das hier heil abgeben beim Archäologie-Shop. Archäologie-Club, Gilde, whatever. Die Schatzsuchervereinigung e.V. Aye, Matey, sagt er.
Und wir sind auch schon wieder am Ende dieser Folge. Vielen Dank, dass ihr euch hier mein Gebrabbel angehört habt. Ihr könnt ja auch gerne eure Meinung dazu äußern, was ihr denkt, was so in den nächsten Updates kommen wird. Freut mich doch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.